Alle da? Ja. Zu laufen, Stefan? Positiv. Gaming Klaus da rechts zu dem Stein hoch, dann rechts rum und versucht es auszumachen. Check! MG weiter nach oben. Klaus, ich bin dran. Ja, na, sonst glaube ich. Jetzt da rechts weiter vor, schaut, ob da noch was lebt. Ich bin am Compound. Ja. Gehst du vor, rechts? Bis zum nächsten Star und dann. Ja, mach ich. Am Stein, unten am Compound! Nein, es ist Guido. Gott. Ja. Von rechts oben schaut die Szene klar aus. Ja, auf meiner Seite auch. Eigene Teile voraus. An der Mauer. Steinmauer. Bekämpfte Kontakte erkannt, keine weiteren Kontakte. Klaus, du nicht. Verstanden, bleibst du noch 30 Sekunden vorne, scannst die Umgebung, dann sammeln bei den Fahrzeugen. Klaus? Ja? Alles klar. Ich glaube, wir können so die Fahrzeuge aufbrechen. Mhm. Cola, Cola! Weiß hier. Ja, da liegen vier tote Schmuckes im Wald. Ja, das sind die, wo wir vorher an denen wir vorher vorbeigefahren sind. Welches ist da, welcher Fahrzeug? Das ist glaube ich Alva, das hintere. Ja, wir fahren noch Ballar. Alles rein, Alva übernimmt die Führung, weil wir kriegen bald die Koordinaten der ID. Kurz. Mach's dann Infolader, ist genug Zeit. Ja, ID ausgemacht, im Quadrat 059-070. Ziemlich in der Nähe vis-à-vis von einer Mauer. So verstanden, eine ID in 059 Trennung 070 in der Nähe einer Mauer. So korrekt kommen? Ja, korrekt. So verstanden, Konvoi setzt sich dann in Marsch noch Verlar. Kommen. Abfahrt. Ja, Spotter-Team verstanden. Die Einzeichnung der Karte ist falsch. Ich würde das korrigieren. Kommen. Bravo, Holt. Ja, welche Einzeichnung auf der Karte? Verstehe ich nicht. ja. Kreuzung. Das ist die zweite. Ja.
Gecheckt, rote Kreuzung verlassen. Also da. Beschuss von rechts klingt noch am schweren Geschütz. Feindliches Fahrzeug US-7 mit Deschka drauf am Hügel hinter ihnen, ziemlich weit oben fast an der Spitze. Hügel hinter uns, am Hügel oben. Ja, Nils, 5 Uhr. Rückwärtig, Fahrzeug oben am Hügel ausschalten. Kann ich nicht ausmachen. Check. Weiter fahren, weiter fahren. Sag gerne, dass sie so ein Durchgeben, wo das ungefähr ist. Das haben sie doch gerade gemacht. Nicht zu sehen. Wir haben den Schützen ausgeschalten. Das ist die große Kreuzung. Ja. Aber noch weiter. Ist das hier da die zweite Kreuzung? Das ist noch nicht die zweite Kreuzung. Okay, das ist ja jedenfalls nicht. Bravo schließt auf, haben kein, das Fahrzeug nicht ausmachen können am Hügel. Das ist auch noch nicht die zweite Kreuzung. Da fahren wir jetzt schon zu viert. Bravo aufgeschlossen. Da, vor den Zivilisten bleibt es stehen. Ja, das Spotter-Team hat den Schützen ausgeschaltet beim LKW. So, Alpha bleibt hier. Sichert, ob da nur irgendwas eintritt, schickt das Bravo-Team dann selbstständig zur ID nach vorne. Bravo kommt nach vorne, ihr überlämmt die ID. Und zwar die ID vergeben. Circa da vorne ist dann eine Kreuzung, da wo der Panther steht. Und von dort aus 100 bis 150 Meter die Straße runter. Neben einer Mauer, aber auf der Straße würde uns die ID vergeben. Mehr weiß ich auch nicht. Hase von Spotter, kurze Einweisung zur IED. Gleich nach der Ortsrennfahrt folgt nach 50 Meter eine Mauer zu ihrer Linken und genau dort gegenüber auf der Straße liegt die IED. Kommen. Habt ihr es gehört? Positiv. So verstanden. Dann macht es das drauf. Kriegt es schon hin. Ja, genau. Direkt vorbei an der Regale der Kiel. Kann ich den Riesentau führen, zu da ist Kiel. Sollte man nicht vom Entschärfen die HGs entfernen. Jedes Mal sagt das anders, der Bernhard. Einmal sollten wir es entschärfen und dann die HGs entfernen und nachher sollten wir es HGs entfernen und dann entschärfen. Fahrzeug stopp, die befindet sich 10 Meter vor Ihnen, Achtung. Achtung, mehrere Einheiten bewegen sich aus 3 Uhr in ihre Richtung. Aus Mitte. Aus 3 Uhr vom Hügel runter, oder wie? Das glaube ich nicht. Ja. Das ist nämlich dann 9 Uhr. Boom! Das war Bravo. Das war Bravo, ja. Sicherung noch links aufbauen. Richtung links steht. Ja, bestätige, hab durchgegeben. Eine kleine Gruppe bewegt sich im Dorfinneren. Wir haben sie jetzt unter Beschuss genommen. Nils? Ja. Wechsel auf den Vorderplatz, zieht das Fahrzeug da links unter, da bei dieser Mauer. Und dann steig ab, wir müssen zu Fuß die Bravo holen. Gar nicht, du fährst drum herum. Links einschlagen und einmal noch vorfahren. Nils, du versuchst mehr Schaden als Gutes. Steig aus dem Fahrzeug aus.
raus da, um da gegen die Straße entlang zu brennen. Warte, du hast nämlich schon ein eigenes Sammelkreis. Warte, ja. Genau da, schau. Das ist ein Sammelkreis. Ja, hat er nicht am Busch versteckt? Der hat sich nicht bewegt. Versteckt. Er hat sich nicht bewegt. Ah! Soweit wir sehen können, keine bestätigten Kontakte mehr, es ist alles ausgeschaltet sein. Ja, zögern Sie zurück. Zurückziehen, zurückziehen. Ich schaue, dass ein Greedo der Wisch in dem Feuer. Guido brennt! Ich höre da beim Feuer löschen. Put fire out. Dann müssen wir es jetzt verbinden, gell? Na, mach du put fire out, ich muss die Tour verbinden. Ja, ich glaube, ich brenne gerade selber. Eben. Epi. Trying to put fire out. Didn't succeed. Ja. Blutet er schon wieder. Sicher zur Richtung Dorfzentrum und westliche Seite und rechte Seite des Dorfes. Bei mir hat's hingehaut. Sehr schön. Verbinde nur weiter. Ja, lass es dann bitte. Ja. Geht schon aufgehört. Ah, jetzt geht's wieder. So, da ist er, der Guido. Nämlich der Gamma Kanone ist verbrennt, oder? Du hast gar nichts mehr, komm zurück. Ja sicher, was glaubst du, dass er uns ausknipst hat? Ja, die Senke ist okay. Hä? Aha, und ich hab mich schon geärgert über die Scheiße hier. Ja, dann bin ich mir aber nicht sicher, ob die Idee noch liegt. Ja, wir sammeln uns dann bei den Häusern, aber jetzt... Guido? Durch.
komm runter. Mit dem Greedo.